Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, auf einer meiner ersten Dates mit meiner Frau, wir lebten noch in der Schweiz, sind wir nach Bern gefahren. Wir haben da einen Ausflug gemacht, ich habe ein Auto ausgeliehen von einem Kollegen. Es war nicht mehr so das neueste Auto, aber es fuhr. Dachten wir jedenfalls. Wir sind zwar noch nach Bern gekommen, aber bereits das zweite Reiseziel konnten wir nicht mehr ganz erreichen, weil ein Teil im Motor kaputt war. Da war es dann so, dass die Batterie nicht mehr gespeist wurde. Also ein Auto produziert ja Energie, wenn es dann fährt. Dadurch lädt die Batterie sich immer wieder neu auf. Diese Energie wurde jetzt nicht weitergeleitet. Folge des Ganzen war, die Batterie war leer und ich konnte das Auto nicht mehr starten. Und das ist mir dann irgendwie dann so etwas ja zum Gleichnis geworden, dass wenn bei einem Motor etwas nicht stimmt, wenn der Motor eines Autos kaputt ist, dann kannst du nicht mehr fahren, dann funktioniert das ganze Auto nicht mehr. Der Motor oder die Dinge, die zum Motor dazugehören, die sind nicht irgendwie ein Zusatz, nicht so ein nice to have, sondern ein must have. Das braucht das Auto, der Motor muss funktionieren. Es gibt beim Auto ja Dinge, wo man sagt, das sind so nice to have, schön zu haben. Wenn du sagst, blau ist meine Lieblingsfarbe, großartig, wenn dein Auto blau ist. Oder dass du vielleicht sagst, ne, eine Klimaanlage, das muss in jedem Auto drin sein. Oder meinetwegen, ein Auto muss mindestens 150 PS haben. Das sind so Dinge, so nice to haves. Aber es gibt auch eben die Must-Haves. Die Dinge, die funktionieren müssen, damit so ein Auto läuft. Und dazu gehört eben ein funktionstüchtiger Motor. Im Glaubensleben ist es ähnlich. Im Glauben, da gibt es auch Dinge, wo man sagt, das ist nice to have, wenn die Dinge da sind. Wenn man sagt, ne, das Kirchengebäude, so der Anstrich der Wände hat genau die Farbe, wie ich sie mir immer gewünscht habe, super. Oder der Musikstil einer Gemeinde, wenn der so ist, wie ich ihn gerne hätte, großartig, nice to have. Oder aber der liturgische Teil, das wieso der Gottesdienst, die Predigten, der gesamte Gottesdienst aufgebaut ist. Wenn die Dinge passen, das sind so nice to haves, aber keine must haves. Es gibt aber auch must haves im Glauben, also Dinge, die stimmen müssen, ohne die der Glaube nicht funktioniert. Und so ist es auch bei dem Thema, das ich euch mitgebracht habe heute, das Thema der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist kein Zusatz im Glauben. Dankbarkeit ist nicht etwas, wo man sagt, das ist einfach on top, das macht den Glauben noch so ein bisschen interessant, das macht den Glauben schön. Dankbarkeit ist etwas, das braucht dein Glaube. Dadurch lebt dein Glaube. Es ist ein Must-Have für das Glaubensleben. Dann, darum spricht die Bibel eben immer wieder von dieser Dankbarkeit, dass wir dankbar sein sollen. Ganz besonders in den Psalmen, in den ganzen Gebeten, Psalm 106, wo es heißt, dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Da wird dieser Dank zum Ausdruck gebracht. Oder Psalm 86, da spricht der Psalmist, ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen. Oder aber auch eben unser Predigtext, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da heißt es, seid dankbar in allen Dingen, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist das, was Gott uns zuruft. Seid dankbar in allen Dingen. Ich möchte gerne noch mal beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, und dafür wollen wir dir Lob und Dank sagen. Dafür, dass du uns dieses dein Wort heute Abend zurufst, dass wir dankbar sein sollen, dass es dein Wille ist, dass wir dankbar sein sollen, dass wir dankbar sind in unserem Leben. Dort, wo wir dir nachfolgen, dort, wo wir auf dieser Erde stehen, du rufst uns zu, seid dankbar. Und dafür, unser Gott, danken wir dir. Bitten dich um deinen Segen, Herr, für diese Predigt, für dein Wort, das du uns gibst, dass wir lernen, Herr, dankbar zu sein. Amen. Thema dieser Predigtreihe, ich habe es bereits angesprochen, ist der Wille Gottes und einer dieser Dinge, die Gott uns zuruft in seinem Wort, was seinen Willen betrifft, ist eben seine Dankbarkeit, dass wir in unserem Leben dankbar sein sollen. Also wenn du dich gerade fragst, wie soll ich leben? Was will Gott eigentlich von mir in meinem Leben? Sei dankbar. Das ist das, was Gott hier sagt. Ganz gleich, in was für einer Situation du dich befindest, Gott will, dass du in deinem Leben dankbar bist. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, lautet, wieso fordert uns Gott eigentlich dazu auf? Warum will Gott, dass wir dankbar sind?
Was ist der Grund dahinter? Warum ist dieses Anliegen bei Gott so groß, dass wir dankbar sind? Ich möchte euch gerne drei Punkte mitgeben, drei Gründe dafür, warum Gott das will. Erstens, echte Dankbarkeit kommt von Herzen. Ein zweites ist, echte Dankbarkeit kommt nicht von selbst. Und ein drittes, echte Dankbarkeit kommt aus Glauben an Jesus Christus. Ein erstes, echte Dankbarkeit kommt von Herzen. Wir kennen das alle so aus der Kindheit, wenn wir irgendwo ein Geschenk bekommen haben, dann stehen unsere Eltern hinter uns und sagen, na, was sagt man? Danke, richtig. Das ist gut, wenn Eltern einem das beibringen, dass wir lernen, Danke zu sagen, nicht nur deshalb, weil es Gott wichtig ist, dass wir ihm dankbar sind, sondern Gott möchte natürlich auch, dass wir uns dankbar fühlen. Dass das nicht nur eine Sache ist, wo wir sagen, ich bringe das so zum Ausdruck durch ein Lippenbekenntnis, ich spreche das einfach nur aus, sondern Gott will, dass wir uns dankbar fühlen. Dass Dankbarkeit etwas ist, das aus unserem Herzen kommt, was ganz tief eben in uns drin ist. Eine Sache, die in uns verankert sein soll in unserem Glaubensleben. Wir sollen dankbar sein. Denn Dankbarkeit ist etwas Schönes. Wir haben das gerade gehört von Micha. Es schenkt Freude, es bewirkt etwas in uns, wenn wir dankbar sind. Wenn wir so in schwierigen Zeiten, in Phasen, wo wir sagen, da geht's drunter und drüber und da uns die Dankbarkeit vor Augen führen, dann macht das etwas mit uns. Da bewirkt das Freude in uns. Und das Interessante hier ist, dass Gott sagt, nicht seid dankbar für alle Dinge, sondern seid dankbar in allen Dingen. Das ist ein Unterschied. Gott sagt nicht, seid dankbar, wenn ihr da in Nöten und Schwierigkeiten und Kämpfen seid. Und ich weiß, dass einige von euch da gerade drin stecken oder in den letzten Wochen, Monaten Kämpfe hatten. Da sagt Gott nicht, seid dankbar für diese ganzen Dinge, wenn es schwierig ist, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie. Aber Gott sagt, seid dankbar in allen Dingen. Also, obwohl da Umstände in eurem Leben sind, Dinge, die ihr euch anders wünscht, seid dankbar. Dort, wo ihr schwere Verluste erlitten habt, dort, wo es Unsicherheiten gibt im Leben, seid dankbar in allen Dingen. Das ist wichtig, weil Gott uns auch Zeit und Raum zur Trauer gibt. Das ist ja auch interessant. Das ist ja so der Gegensatz, den Gott uns in seinem Wort aufzeigt, dass wir klagen, ja, dass wir trauern dürfen. Dass wir sagen dürfen, da gibt es Zeiten, da ist es schmerzlich, da ist es schwierig. In der vergangenen Woche, da hat mich ein ehemaliger Kommilitone angeschrieben und der hat mir gesagt, Paul, das habe ich eine schlechte Nachricht. Meine Mutter, die ist in der Schweiz, die wohnt dort und die ist spazieren gegangen. Und die ist nicht wiedergekommen. Keine Ahnung, wir wissen nicht, wo sie ist. Mehrtägige Polizeiaktion ist nicht gefunden worden. Und da sagte er, das ist schwierig, weil wir jetzt nicht mal irgendwie eine Leiche haben, die wir ja beerdigen können, einen Ort, wo wir hingehen können, um zu trauern. Das ist schwierig. Und Gott gibt uns diesen Raum im Leben, wo wir hingehen können, um zu trauern, um zu klagen. Das machen die ganzen Psalmen deutlich, dort, wo eben geklagt wird. Psalm 5 und 6 und 7, Psalm 22, Psalm 31, 42, 43, Psalm 51, immer wieder diese Klagepsalmen, wo die Leute hingehen ins Gebet und sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist zu schwer, hol mich hier raus, ich wünsche mir, dass das alles anders ist. Und das können wir auch, solche Zeiten, solche Situationen, wo wir sagen, Gott, ich will so nicht mehr, ich pack das nicht, das ist zu viel. Oder die Klagelieder, die Jeremia geschrieben hat. Das Volk Israel wurde verbannt, eine schwierige Situation. Und er geht dort durch Jerusalem. Es ist alles schwierig, es ist alles kaputt und zerstört. Da ist nichts mehr da, was irgendwie wiederzuerkennen wäre. Und da klagt er. Und durch diese ganzen Kapitel, die uns Gott in seinem Wort aufzeigt, wie Menschen mit ihm gesprochen haben in ihrer Klage, zeigen uns eben auf, wir dürfen klagen. Gott gibt uns Raum, Zeit zu klagen. Gott sagt nicht, sei dankbar für diese ganzen Dinge. Aber trotz dieser Klagezeiten, trotz dieser Umstände, trotz Schwierigkeiten, sagt Gott, in diesen Dingen seid dankbar. Nicht für diese Dinge, sondern in diesen Dingen. Trotz der Umstände, trotz der Kämpfe, seid dankbar. Gott möchte, dass wir dankbar sind. Damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass wir sagen, wie wir uns fühlen. Ne, ich fühle mich gut, um irgendwie Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Also es ist etwas rein Äußerliches, sondern Gott sagt, Dankbarkeit, echte Dankbarkeit ist etwas, das kommt immer aus dem Herzen. Das ist immer etwas, das ist ganz tief in mir drin.
Echte Dankbarkeit ist mehr, als zu sagen auf die Frage, wie es einem geht. Ja, mir geht es gut, man darf ja nicht klagen. Gott gibt uns den Raum, um zu klagen, weil er weiß, dass es auf dieser Erde manchmal ganz schön schwierig ist. Er selbst hat es erlebt, dass die Zeiten manchmal herausfordernd sind. Es geht nicht darum, dass wir immer bloß dankbar aussehen oder uns dankbar anhören, sondern es geht darum, dass wir von Herzen dankbar sind. Und das bringt uns direkt zum zweiten Punkt. Dankbarkeit kommt nicht automatisch. Das ist nicht so ein Automatismus, wo ich sagen kann, das gibt Gott mir einfach und dann ist es da, sondern es ist etwas, was ich selbst tue. Das merken wir zum einen bei uns selbst, aber auch bei anderen. Bei uns selbst merken wir das dort, dass das, was wir nicht haben, ja oft wertvoller ist als das, was wir nicht haben. Anders, dass wir das, was wir nicht haben, oft wertvoller ist als das, was wir haben. So nach dem Motto, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Wir wollen ja immer gerne die Dinge haben, die wir gerade nicht haben. Und solange wir diese Dinge nicht haben, fühlen wir uns undankbar, unglücklich. Da passt etwas nicht, da ist so eine Leere in uns drin, wo man sagt, ich möchte ein noch schöneres Zuhause haben und ich möchte noch schickere Klamotten und nochmal das neueste oder das beste Handy. Ich möchte besser aussehen, schöner, schlanker, dünner, dicker, größer, kleiner sein. Es gibt ja immer Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind und wo wir sagen, wenn ich doch so wäre, wenn ich doch diese Dinge hätte, dann würde es mir gut gehen. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Dann hat man das dann sich irgendwann vielleicht erfüllt durch einen Geburtstagswunsch oder durch das erste Ausbildungsgehalt, was auch immer, wo man sich gesagt hat, wenn ich da bin, das dann mir leisten kann, dann bin ich dankbar. Dann hat man das eine kurze Zeit, ein paar Wochen, ein paar Monate und dann verpufft das so ein bisschen. Dann merkt man, also wirklich dankbar, so auf Dauer hat mich das ja nicht gemacht, oder? Irgendwie ist so eine gewisse Grundhaltung der Undankbarkeit in uns drin. Und dankbar zu sein bedeutet jetzt, dass wir hingehen und sagen, dieses Auto, das ich habe, das ist gut für mich. Dieses Handy, das ich besitze, super, reicht aus. Diese Familie, in der ich leben darf, ich bin zufrieden. Ich bin dankbar für die Arbeit. Ich bin dankbar dafür, dass ich zur Schule gehen darf, für das Aussehen, das ich habe, für den Ehepartner, für den Freund, die Freundin. Ich bin dankbar dafür. Nur diese Haltung, die kommt nicht von selbst. Ein Grund ist eben, dass wir zur Undankbarkeit erzogen werden. Das ist so ein bisschen Teil unserer Gesellschaft. Wenn wir so um uns herum schauen, dann bemerken wir das, dass viele Teile der Gesellschaft, des Lebens, in allen möglichen Bereichen die Undankbarkeit fördern. Man könnte sogar in gewisser Weise sagen, dass Undankbarkeit die Wirtschaft ankurbelt. Also bei jeder Werbemail, die wir bekommen auf dem Handy oder wo wir eben sind, unterwegs auf der Stadt, wo uns dann eben vorgegaukelt wird, ja, wenn du diese Dinge hast, dann geht es dir gut. Wenn du jene Dinge besitzt, dann ist alles perfekt, dann ist alles super. Wenn du so schlank bist, ne, das wird uns ja durch die ganzen Werbekataloge, durch alle möglichen Dinge uns vorgegaukelt, das musst du haben erst. Dann ist alles super in deinem Leben. Dann bist du wirklich dankbar. Oder die Online-Plattform Pinterest. Kennen wir auch, ne? 100.000 Angebote, wie du dein Haus, deine Wohnung noch schöner machen kannst, wie du deine Haare auf eine noch schönere Weise stylen kannst oder wie du dein Auto am besten pflegst. Tausende Angebote, die eben da sind. Manchmal ist das gut und notwendig, ja, aber es kann auch eben dazu führen, dass die Undankbarkeit gefördert wird. Eben dieses Verlangen, ja, wenn es doch so aussehen würde bei mir, wenn das doch so der Fall wäre, wenn meine Beziehung doch so wäre, wenn mein Glaubensleben doch endlich, und dann werden wir undankbar. Das gilt auch für die, die unter euch politisch interessiert sind, die sich Talkshows anschauen oder die Nachrichten, dass man dann so in ein Denken hineinkommen kann und sagt, ja, wenn erst eine bestimmte Partei an der Macht ist, wenn erst bestimmte Leute unser Land regieren, dann habe ich Grund zur Dankbarkeit, dann ist alles gut. Dann habe ich Grund, erst glücklich zu sein. Ich sage jetzt nicht, dass diese Dinge alle schlecht und überflüssig sind. Umstände können natürlich unterschiedlich beurteilt werden. Aber diese Dinge können alle dazu dienen, dass wir undankbar, dass wir unzufrieden sind. Wir stecken so in unserem undankbaren Denken so tief drin, dass Dankbarkeit uns häufig sogar komisch vorkommt. Also angenommen, ihr geht da nächste Woche wieder hin zur Schule,
zur Uni, zur Arbeit, steht dort mit euren Leuten zusammen in der Kaffeepause und dann sagt ihr, wisst ihr, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meiner derzeitigen Lebenssituation. Das klingt dann erstmal komisch. Oder wenn ihr sagt, das gilt ja überwiegend dann für Frauen, die immer wieder Zweifel haben, Schwierigkeiten mit dem eigenen Körper, was eben Folge des Ganzen ist, wo uns vorgegaukelt wird, so musst du aussehen, dass ihr als Frauen dann hingeht und sagt, oh, ich bin eigentlich total zufrieden mit meinem Aussehen, mit meinem Körper. Das wirkt dann so komisch auf einmal. Wenn wir hingehen und sagen, ich bin eigentlich wirklich glücklich darüber, wie es so im Großen und Ganzen in unserem Land läuft. Wir haben so viele Freiheiten, so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die gut sind. Ich weiß, wir neigen dazu zu denken, da klingt man dann so ein bisschen voreingenommen, so ein bisschen selbstüberzeugt, so ein bisschen hochnäsig. Sodass andere dann vielleicht denken, ja in Wirklichkeit, also wenn sie wirklich ehrlich wäre, dann sieht es doch ganz anders aus eigentlich, oder? Wir gehen schnell davon aus, authentisch zu sein bedeutet, in einem gewissen Maß unzufrieden zu sein. Nicht zufrieden mit dem, wie es ist oder wie man selbst ist. So nach dem Motto, normale Menschen sind eben nie ganz zufrieden. Und nochmal, es geht nicht darum, die Probleme, die Schwierigkeiten des Lebens irgendwie mit guter Miene einfach zu verdecken. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist gut möglich, in das Gegenteil zu verfallen. So wie eben unsere Gesellschaft funktioniert, wie unser Herz funktioniert, meins jedenfalls ganz, ganz häufig, ist, echte Dankbarkeit kommt nicht von selbst. Und deswegen sagt Gott uns hier, seid dankbar, imperativ. Es ist eine Aufforderung. Das ist nicht etwas, das ist einfach da, sondern du musst dir selbst vor Augen führen, was wichtig ist, was Prinzipien sind, wie du leben sollst nach dem Willen Gottes, denn das fördert alles deine Dankbarkeit. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Die ersten beiden Punkte waren heute etwas kürzer. Der dritte Punkt, das ist nämlich so das Zentrale, das, worum es wirklich geht. Echte Dankbarkeit kommt aus Glauben an Jesus Christus. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Echte Dankbarkeit kommt aus Glauben an Jesus Christus. Echte Dankbarkeit ist nicht nur für Dankbarkeit in Bezug auf bestimmte Dinge, in Bezug auf gute Umstände, sondern vor allem Dankbarkeit für Gott. Deshalb heißt es hier, das ist der Wille Gottes für euch. Gott will, dass wir dankbar sind. Dankbarkeit ist nicht nur ein Zusatz, es ist Teil unseres Glaubensmotors. Ohne die Dankbarkeit funktioniert das Ganze nicht. So als Christ dankbar zu sein, ist mehr als ihm gegenüber einfach höflich zu sein und zu wissen, ja, ich bin ihm da irgendetwas schuldig und deswegen gehe ich hin und bete vor dem Essen, danke für das Essen, das du mir gibst. Es ist mehr als zu sagen, ich gehe in die Gottesdienste und sage Gott, danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Es ist mehr als das. Ich möchte euch gerne drei Hinweise mitgeben. Drei Hinweise, warum ich glaube, dass es mehr ist. Ein erster Punkt, die Dankbarkeit, die Gott sich wünscht, ist Dankbarkeit, also es ist nicht nur Dankbarkeit für Gaben, sondern Dankbarkeit für eine Beziehung. Also nicht nur für das, was Gott uns gibt, was er uns schenkt auf dieser Erde, sondern für eine Beziehung. Paulus schreibt, Dankbarkeit ist der Wille Gottes für euch in Jesus Christus. Und genau das meint er. Dankbarkeit für die Beziehung, die wir in Jesus Christus haben. Also Dankbarkeit ist Teil der Beziehung, die wir durch Jesus Christus zu Gott haben können. Das schreibt Paulus immer wieder, dass er dankbar ist für den Glauben. Für den Glauben, den wir in Jesus haben dürfen, für die Beziehung eben. Das drückt er dann aus gegenüber den ganzen Gemeinden. Hier bei den Thessalonichern. Da schreibt er, 1. Thessalonicher 1, Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch. Alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und so weiter. Da sagt er, wir sind dankbar dafür. Wir sind dankbar für euch. Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in den Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Überströmend in Danksagung. Wo er immer wieder zum Ausdruck bringt, es ist großartig, dass wir glauben dürfen, dass wir eine Beziehung zum lebendigen Gott haben dürfen. Und dafür bin ich dankbar. Also, der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen ist nicht einfach nur, dass man sagt, Gott, ich danke dir für das Essen, das du mir gibst. Der Unterschied ist nicht allein die Gabe, die Gott uns gibt, sondern die Beziehung, in der wir stecken dürfen. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen runterzubrechen.
Wenn ihr morgen von eurer Mutter bekocht werdet, dann drückt sie dadurch ihre Liebe zu euch aus und dann dürft ihr euch freuen. Dann könnt ihr nicht nur dankbar sein für das Essen, was sie gemacht hat, sondern dafür, dass sie eben ihre Liebe euch gegenüber zum Ausdruck bringt. Dass sie hingeht, sich Gedanken gemacht hat, was koche ich denn für meine Kinder, für meinen Ehemann, für uns, für den Besuch. Hat sich Gedanken gemacht, ist hingegangen, hat etwas eingekauft, hat etwas zubereitet, hat es hergerichtet. Dafür dürfen wir dankbar sein. Sie hätte ja genauso gut sagen können, so pass mal auf, hier hast du einen Fünfer, gehst hin zum nächsten Dönerladen und besorgst dein Mittagessen selbst. Ich weiß, das Beispiel, der Vergleich, der hinkt jetzt natürlich da ein bisschen dran, dass viele von euch da sind, die sagen, eigentlich würde ich mir ja genau das wünschen, dass ich immer zum Dönerladen gehen kann. Aber der Unterschied ist eben der, dass das, was eure Mutter dort macht, was sie zubereitet, wo sie investiert, Ausdruck ihrer Liebe ist. Der Dönerladen tut dasselbe nur, weil er sein Geld damit verdient. Bei eurer Mutter ist das Ausdruck ihrer Liebe. Wisst ihr, ich esse auch gerne auswärts gut, aber ich freue mich immer mehr über das Essen, was meine Frau mir macht. Ganz egal, was sie macht, weil es mehr ist, als dass sie einfach nur Essen kocht. Weil es Ausdruck ihrer Liebe eben ist. Sie macht das Essen, weil sie mich lieb hat. Und deswegen ist auch mein Dankeschön ihr gegenüber ein ganz anderes Danke, als das, was ich dem Dönerladen gegenüber ausspreche, wenn er mir eben den Döner über die Theke reicht. Und genau das ist auch bei Gott. Ich freue mich über das gute Essen, das meine Frau mir macht. Ich freue mich über die Liebe, die dadurch bei mir ankommt, die sie zum Ausdruck bringt. Und das dürfen wir bei Gott auch. Dass wir sagen, ich bin Gott dir nicht nur dankbar für das, was du mir gibst, für die ganzen Gaben, ne, für die sportlichen Fähigkeiten, für den Intellekt, für das Aussehen, für den Reichtum in meinem Land, für die Familie, in der ich leben darf und so weiter, für die Gesundheit, für die Freunde, sondern vor allen Dingen bin ich dankbar für die Beziehung, die ich zu dir, Jesus Christus, haben darf. Dankbar in Dankbarkeit in Jesus Christus. Das sollen wir zum Ausdruck bringen. Gott Danke sagen bedeutet zu sagen, danke Herr, danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass ich dein Kind heißen darf. Danke, dass du mich befreit hast von Sünde, Schuld und Tod. Dass ich bei dir sein darf in der Ewigkeit, wenn hier auf dieser Erde alles vorbei ist. Danke dafür. Danke, dass ich jeden Tag mit dir und durch dich leben darf. Dass ich all die unzähligen Dinge, die du mir schenkst, die du mir gibst, dass ich sie genießen darf, die alle Ausdruck deiner Liebe zu mir sind. Einschließlich Döner. Ein zweiter Hinweis, warum echte Dankbarkeit aus Glauben kommt. Echte Dankbarkeit kommt nicht nur aus Glauben aufgrund der Gaben, sondern insbesondere aufgrund der Beziehung, die wir zu Jesus haben dürfen. Aber wir dürfen auch dankbar sein, nicht nur für das, was wir schon haben, sondern auch in Bezug auf das, was noch kommt. Also in Bezug auf das Zukünftige, das, was noch in der Zukunft liegt. Denn Dankbarkeit ist der Wille Gottes. Des Gottes aus 1. Korinther 15. Da heißt es, der Stachel des Todes ist die Sünde. Und dann heißt es, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank. Und das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Der Sieg über den Tod, der uns alle bevorsteht, der Tod. Eine Sache ist klar, in einem Jahr, in 100 Jahren, in 10 Jahren, wo auch immer, irgendwann sind wir alle tot. Der Todestag steht beim lebendigen Gott schon fest. Und wir dürfen dankbar sein für den Sieg als Kinder Gottes, den wir haben dürfen. Dass wir wissen dürfen, mein Leben geht weiter. Mein Leben hört nicht auf dieser Erde. Ich werde ewig leben. Nicht durch die tollen Dinge, die ich oder die wir geleistet haben, sondern allein durch Jesus Christus. Gott aber sei Dank durch den Sieg, den er uns gegeben hat. Und da dürfen wir jetzt schon dankbar für sein, obwohl es noch in der Zukunft liegt. Also nicht nur dankbar für die ganzen Dinge, die wir jetzt schon haben, den ganzen Reichtum, die Gaben, die Gemeinschaft, sondern auch für das, was uns bevorsteht. Und dieser Sieg, den wir erleben durch das ewige Leben, der steht uns noch bevor. Weil Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, weil er für unsere Sünden bezahlt hat, weil er den Zorn Gottes getragen hat, der uns hätte treffen sollen als Menschen. Echte Dankbarkeit ist wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens, weil es nicht allein bedeutet, Gott zu danken für das, was er uns gibt,
sondern vor allem für das, was er getan hat und darauf zu vertrauen, dass das, was in der Zukunft liegt, dass das sich genauso erfüllen wird wie das, was in der Vergangenheit gewesen ist. Dass er ans Kreuz gegangen ist und uns dadurch befreit hat. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Auch wenn es in der Zukunft liegt. Wenn ich zu Melanie sage, nächste Woche gehen wir ein Eis essen, dann freut sie sich, dann ist sie dankbar dafür und dadurch zeigt sie dann, dass sie glaubt, dass ich irgendwie dafür sorgen werde, dass wir in der nächsten Woche etwas tun, was mit Eisessen zu tun hat. Das ist es auch bei uns im Glauben. Wir dürfen dankbar sein für das, was in der Zukunft ist. Auch wenn wir jetzt noch auf dem Weg sind, hin zu Jesus Christus. Auch wenn wir noch auf dieser Erde leben. Wir dürfen immer wieder zusammenkommen und eben gemeinsam singen, preist den Herrn, denn er ist gut und seine Güte währet ewiglich. Wir dürfen ihm danken, wir dürfen ihn loben. Und so klingt Dankbarkeit eben, die aus Glauben kommt, aus Glauben an Jesus Christus. Kommt nicht von selbst. Wir müssen uns das vor Augen führen, immer wieder. Aber das dürfen wir wissen, das vor Augen haben. Vertrauensvoll zu wissen, Jesus Christus hat gesiegt. Und diesen Sieg, den werde ich erleben. Final vor allem dort, wenn wir in der Ewigkeit nach unserem Tod bei ihm sein werden. Und darum, ein drittes, echte Dankbarkeit ist nicht nur eine Reaktion auf bestimmte Dinge, sondern eine Eigenschaft, die uns kennzeichnen soll. Hier heißt es, seid dankbar in allen Umständen. Also nicht nur in Bezug auf bestimmte Situationen, wenn alles großartig ist, wenn du gerade frisch verliebt bist oder deine Ausbildung, dein Studium mit Bravour bestanden hast und sagst, ah, das ist gerade super, das ist natürlich auch alles Grund zur Dankbarkeit, sondern es soll dich ausmachen. Es soll eine Eigenschaft von dir sein. Das soll dich kennzeichnen. Epheser 5, 3 bis 4. Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Also da sagt Paulus, die Art zu leben soll nicht so aussehen, nicht mit der Hurerei, nicht mit der ganzen Unreinheit und so weiter, sondern was euch kennzeichnen soll, ist die Dankbarkeit. Also Dankbarkeit wird als Lebensstil beschrieben. Das soll uns ausmachen. Wir sollen bekannt sein für unsere Dankbarkeit. Das Gegenteil von einer Person, die sich andauernd gottlos verhält, ist eine Person, die dankbar ist. Die Dankbarkeit als Charaktereigenschaft besitzt. Weil Dankbarkeit ist jetzt nicht nur eine Sache der Reaktion in Bezug auf das, was Gott getan hat, in Bezug auf das, was uns bevorsteht, sondern es soll eine Eigenschaft sein, von uns dankbar zu sein. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass Dankbarkeit mehr als einfach nur Höflichkeit ist, dass Dankbarkeit nicht nur einfach so ein Zusatz ist, sondern dass es wesentlicher Bestandteil ist des christlichen Glaubens. Dankbarkeit kommt aus ganz, ganz tiefem Herzen, aus tiefem Glauben an Jesus Christus. Und je näher wir im Glauben zu Jesus Christus hinwachsen, je mehr wir verstehen und begreifen, wer der lebendige Gott ist, wovon er uns befreit hat, von unserer Schuld, was es heißt, mit ihm ewig zu leben oder auch vor allem nicht mit ihm ewig zu leben, in der ewigen Verdammnis zu sein, zu wissen, da gibt es keinen Ausweg mehr. Es gibt nur diesen einen Weg hier auf dieser Erde. Und wenn ich weiß, durch Gottes Gnade durfte ich diesen Weg erfassen, durfte ich das annehmen, da verstehe ich, wie viel Grund ich zur Dankbarkeit habe. Das ist das, was ich durch den Glauben an Jesus Christus lernen darf. Ich darf dankbar sein. Dankbar nicht nur für bestimmte Gaben, sondern für eine Beziehung. Nicht nur für Bestehendes, sondern für Zukünftiges. Nicht nur als Reaktion, sondern als eine Charaktereigenschaft. Und deswegen, weil dankbar Zeichen Ausdruck tiefen Glaubens ist, kann man auf die andere Seite sich anschauen und sagen, Undankbarkeit ist eben Zeichen vom Unglauben. Römer 1, 21, da heißt es über die Menschen, die Gott ablehnen, weil sie Gott kannten, ihn aber nicht als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Also unser undankbares oder unser dankbares Herz zeigt, ob wir glauben oder ob wir nicht glauben. Zeichen, Kennzeichen unseres Glaubens ist unsere Dankbarkeit. Darum ist Gott unsere Dankbarkeit so wichtig.
dass wir dankbar sind in allen Dingen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, stellst fest, ich bin in diesem Sinne ein ziemlich undankbarer Mensch. Ich lebe in Gottes Welt, mit dem Leben, das Gott mir gegeben hat, mit dem, was Gott mir geschenkt hat, aber ohne ihn wahrzunehmen, ohne an ihn zu glauben, ohne ihm wirklich zu vertrauen, ohne ihm dankbar zu sein für das, was er mir gibt. Dann komm zu diesem Gott, bitte ihn um Vergebung für deine Undankbarkeit, für deine Sünde und Schuld. Dass du hingehst ins Gebet, glaube an Jesus Christus als den großen und herrlichen Erretter, der eben Grund unserer Dankbarkeit ist. Und vielleicht sagst du auch, ich bin zwar Kind Gottes, aber das stimmt, wenn ich das so ein bisschen reflektiere in meinem Leben, dann muss ich sagen, da bin ich ganz schön oft undankbar. Da habe ich oft nicht vor Augen, was Gott mir alles gibt, sondern halte viele Dinge für so selbstverständlich und lebe nicht in dieser Dankbarkeit. Dann möchte ich dir zum Schluss nochmal 3 kurze Punkte mitgeben, wie du eben diese Dankbarkeit dir selbst antrainieren kannst, was dir helfen kann, um in dieser Dankbarkeit zu wachsen. Ein erster Punkt, um in der Dankbarkeit voranzukommen, ist, achte auf deine Neigung der Undankbarkeit. Also das zu reflektieren, dass wir immer wieder selbst als Menschen undankbar sind. Wenn ich das weiß, wenn ich das vor Augen habe, dann kann ich da etwas tun. Mach dir das bewusst, wo du in deinem Herzen immer wieder dazu neigst, dich über Umstände, über gewisse Dinge, über Teile deines Körpers zu beschweren und nicht dankbar zu sein für das, was Gott dir gegeben hat. Halte dir das vor Augen, dass du nicht immer nur von Besserem und von Schönerem und von Tollerem träumst, sondern Gott von Herzen dankbar bist für das, was du bereits hast. Achte auf deine Neigung zur Undankbarkeit. Ein zweites, passe deine Wünsche deinen Gegebenheiten an und nicht umgekehrt. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als Christen leben wir ja in dieser sehnsüchtigen Erwartung in Bezug auf das, was noch kommt. In Bezug auf das, was uns noch bevorsteht, dass Gott uns eines Tages zu sich holen wird. Uns auf eine gewisse Weise zufriedenstellen wird. Dinge gibt in der Ewigkeit, die diese Welt nicht bieten kann. Dort werden wir final dankbar sein. Dort wird es keinen Punkt mehr geben, wo wir sagen werden, in der Ewigkeit, da fehlt mir etwas. Ich bin unzufrieden. Auf dieser Erde haben wir das ja durchgehend. Wir merken, wenn wir Jesus Christus nicht haben, da fehlt etwas in mir. Da habe ich etwas, das ist nicht da. Und da ist eben die Botschaft der Bibel, das, was nicht da ist, das ist Jesus Christus. Ihn brauchen wir. Aber passe deine Wünsche, die du hast in deinem Leben, nicht deinen Gegebenheiten an. Solange wir hier sind, ist es gut, wichtig zu lernen, zufrieden sein über die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Darum füge den Wünschen auf dieser Erde nicht immer wieder neuen Wünschen bei und sag nicht, ich muss dies und jenes und alles haben, damit ich dankbar bin, denn dankbar kannst du nur allein völlig durch Jesus Christus werden. Allein durch ihn können wir wirklich zufrieden, können wir glücklich, können wir dankbar werden. Nicht durch die Güter, durch die Dinge dieser Welt. Das geht nicht. Und sich das vor Augen zu führen, ist wichtig. Zu wissen, ja, der Ehepartner ist nicht vollkommen. Und die Arbeit auf dieser Erde ist vielleicht nicht immer die schönste. Und das Auto ist vielleicht auch nicht immer das Neueste. Oder das Handy. Oder deine Gesundheit. Nicht die beste vielleicht. Aber möglicherweise gibt es in jedem dieser Bereiche Dinge, wo du sagen kannst, Gott, ich bin dir dankbar dafür. Dankbar, dass ich eine Familie haben darf. Dankbar, dass ich mobil bin. Und da kannst du selber einfach mal reflektieren, was ist das bei dir? Wo kann ich Gott Dankbarkeit zum Ausdruck bringen? Dass ich nicht den ganzen Dingen immer noch etwas hinzufüge. Versuch nicht ständig, deine Gegebenheiten, deine Wünsche anzupassen, sondern passe deine Wünsche, deinen Gegebenheiten an, die Gott bestimmt. Und ein erster Schritt kann sein, dass du ganz bewusst für bestimmte Dinge dankst. Gott dankst. Nicht nur für das Essen. Sondern dass du in der nächsten Woche einfach mal hingehst. Wenn du sagst, ich bin mit einigen Freunden da auf dem Weg ins Kino, sag Gott Danke dafür. Wenn du auf dem Weg zur Schule bist, danke Gott einfach mal dafür. Danke Gott für die Dinge, die er dir gegeben hat, wenn du zum Sport gehst, wenn du in deine Familie gehst. Und du wirst sehen, das macht etwas mit dir und deinem Verhalten, wie du auch anderen Menschen gegenüber trittst. Es verändert dich. Und das ist das, wo Gott uns hinbringen möchte. Das ist ja der Weg der Heiligung, dass Gott uns sich selbst immer ähnlicher machen möchte. Und wenn wir verstehen, in Jesus Christus, in Gott haben wir alles, was wir brauchen. Alle anderen Dinge sind nice to have, wo wir sagen, schön, wenn man es hat.
Aber das Must-Have, das, was wir brauchen, ist Jesus Christus. Und das bringen wir zum Ausdruck durch unsere Dankbarkeit. Danke zu sagen für das, was Gott uns gibt. Und ein dritter Punkt, investiere in eine zufriedenstellende Beziehung zu Jesus. Dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie kostbar es ist, wie wertvoll es ist, Jesus Christus zu haben. Dass wir eine Hoffnung haben auf dieser Erde. Und das ist so unglaublich wunderbar, so erfüllend. Weil das etwas ist, was Millionen Menschen dieser Welt nicht haben. Die gehen durch diese Welt, durch die Herausforderungen, durch Zeiten schwerer Not und haben diese Hoffnung nicht. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Und genau darin sollen wir investieren. Dass wir sagen, ich will dem näher kommen, der mich herausreißt aus dieser Erde. Der mir eine Perspektive schenkt. Der mir sagt, nach dem Leben hier auf dieser Erde, da geht es weiter. Das macht ja etwas mit einem. Darin zu investieren, indem ich immer wieder hingehe, das Wort Gottes aufschlage, darin lese. Dass ich immer wieder hingehe, ihr habt es ja richtig gemacht heute Abend, dass ich sage, ich gehe hin und höre mir da am Freitagabend eine Predigt an. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich gehe ins Gebet, darin investiere ich. Immer wieder hinzugehen und Gott anzubeten für das, was er getan hat. Dass er als Gott in eine völlig unvollkommene und dankbare Welt gekommen ist, damit ich wirklich einen Grund zur Dankbarkeit haben kann. Deswegen investiere in eine zufriedene, bestellende Beziehung zu Jesus Christus. Denn nichts auf dieser Welt kann uns dankbarer machen als er. Wenn du ein Auto hast, dessen Motor nicht funktioniert, ist es wichtig, dass du diesen Motor wieder flott machst, bevor du weiterfährst. Und vielleicht sagst du, ja, das ist bei meinem Glaubensmotor der Fall. Da funktioniert etwas nicht richtig. Da ist etwas kaputt. Meine Dankbarkeit. Dann bist du aufgerufen, von Herzen dankbar zu sein. Schritte im Glauben zu gehen, zu wissen, es kommt nicht von selbst. Und es gründet am Schluss immer final in Jesus Christus. Dankbarkeit für unser Leben ist so wichtig wie ein Motor für das Auto. Und darum sagt Gott uns, jedem von uns zu heute Abend, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen.